So, und damit willkommen zu einem neuen Sneak Peek hier auf dem Kanal zur Bauarbeiterbasis 2.0, Nachtdorf 2.0, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall ein richtig cooles Update und sie schreiben auch selber dazu, das beste Sneak Peek haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Ja, sie sagen auch weiterhin, es ist schon eine ganze Weile her, dass es ein neues Level gab für die Meisterhütte. Und da ich die Updates alle auswendig kenne von den Daten her, weiß ich, dass das im Juni 2019 war. Das genaue Datum wusste ich nicht, dann habe ich nochmal nachgeguckt. 18. Juni 2019, Meisterhütte 9. Was kam dabei? Der Lavawerfer und der Hockglider zum Beispiel, sehr gut. Jetzt haben wir was Neues, jetzt haben wir Meisterhütte 10 und da ist sie auch schon. Ich würde mal sagen, komm, wir tun sie jetzt mal ein bisschen nach außen, damit wir sie in voller Pracht bewundern können. Die sieht nämlich richtig gut aus. Die sieht richtig genial aus, echt richtig geil. Und zwar, mit der Verbesserung auf Level 10 erhältst du nicht nur ein neues, cool aussehendes Upgrade für die Meisterhütte, sondern kannst auch deine Verteidigung auf Level 10 verbessern, eine brandneue Verteidigung freischalten, gucken wir drauf gleich, und noch eine brandneue Truppe und Brand, wirklich Brand im wahrsten Sinne des Wortes, das hätte man nicht besser schreiben können. Wenn du deine Bauarbeiterkaserne auf Level 12 verbessert hast, dann werden wir nämlich gleich sehen, was wir da als neue Truppe bekommen. Das ist die Meisterhütte 10 mit den Stats, die sich natürlich noch ändern können. Allerdings, warte mal, ich blende es euch ein, was wir denn da brauchen, um diese Hütte freizuschalten. Verbesserungskosten 4,8 Millionen Gold, Verbesserungsdauer 7 Tage, Goldlagerkapazität, das haben wir schon gesehen, 1,5 Millionen Gold und 1,5 Millionen Elex kann sie halt lagern, Trefferpunkte 2750, Freischaltung, einmal Mine und einmal X-Bogen? Ja, X-Bogen, die brandneue Verteidigung bei Meisterhütte 10. Also wie gesagt, Stats können sich noch ändern. Das hier ist der Entwickler-Account. Muss ich dazu sagen, oh, der X-Bogen, ist er nicht wunderschön? Ist er nicht wunderschön? Den kennen wir ja schon aus dem Heimatdorf und jetzt hat er auch den Weg gefunden ins Nachtdorf, aber er hat eine Besonderheit. Er hat eine Besonderheit. Also, Stats können sich noch ändern. Er kostet 4,4 Millionen Gold, wenn ihr ihn baut. 7 Tage dauert das. Reichweite 12 Felder. Schadensart Einzelziel. So, und jetzt kommt's. X-Bogen hat nämlich dann Flügel hinten dran. Er kann entweder Boden oder Luft. Er hat nicht den Modus, den wir aus dem Heimatdorf kennen, mit Boden-Luft oder Boden-Only. Er kann entweder Boden oder er kann entweder Luft. Und das seht ihr ganz eindeutig, ne, dann sind die Flügel da hinten dran. Ich zeig's euch aber einfach mal, warte, wir werden ihn jetzt dahin chillen, so. Das ist der X-Bogen Level 5, maxed auf Boden und das ist er auf Luft. Kann man, finde ich, sehr gut sehen, den Unterschied. Das fand ich immer, ehrlich gesagt, bei dem normalen X-Bogen manchmal in der Hitze des Kampfes so ein bisschen schwer zu sehen auf die Schnelle, ob der dann auf Boden oder auf Luft ist. Aber hier sieht man es ja wirklich ganz eindeutig. Sehr, sehr cool. Sehen wir natürlich gleich noch alles in Action. Aber wir haben ja auch eine brandneue Truppe, den Elektrofeuer-Magier. Guckt ihn euch an, da ist er schon, maxed auf Level 20, der Elektrofeuer-Magier. So sieht er aus. Stats können sich natürlich noch ändern. Und sie schreiben, viele Truppen der Bauarbeiterbasis verfügen jetzt über coole neue Fähigkeiten, die passiv oder aktiv in der Hitze des Gefechts eingesetzt werden können. Einschließlich Truppen, die über Modi verfügen, zwischen denen du wechseln kannst, um dir größere taktische Flexibilität zu bieten. Aber das hier, der Kollege hier, ist richtig geil. Denn der kann zwischen einem Feuer- und Elektromodus hin und her wechseln. Das bedeutet, im Endeffekt hast du zwei verschiedene Magier, zwischen denen du wechseln kannst. Für die Leute, die ja Clash Royale spielen, Elektromagier, den werdet ihr kennen. Feuermagier und Elektromagier sind dann im Endeffekt die beiden, zwischen denen du wechseln kannst. Richtig geil. Abklingzeit 1,5 Sekunden. Das bedeutet, du kannst auch richtig schnell dazwischen wechseln. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall noch an. Da sehen wir es jetzt. Elektrofeuermagier. Elektromodus. Wechselt bei Aktivierung zwischen Feuer- und Elektromodus. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht unser Kollege denn beim Feuer und was macht er beim Elektro? Das ist ganz einfach. Im Feuermodus schießt der Elektrofeuermagier einen einzigen brennenden Strahl ab, dessen Schaden mit der Zeit zunimmt. Das ist im Endeffekt so ein bisschen vergleichbar mit dem Inferno-Drachen.
Da könnt ihr das mal euch ganz gut vorstellen, ne? Dass das ungefähr so funktioniert. Dann haben wir ja noch den Elektromodus. In diesem Modus schießt er einen sich langsam aufladenden Blitzangriff, der auf mehrere Ziele abprallt. Also ein Kettenblitz sozusagen. Könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Jetzt habe ich genug geredet. Stats, im Endeffekt, ja, ich habe es gesagt, die können sich noch ändern. Deswegen lasst uns dann jetzt nicht so lange drauf gucken. Wir greifen jetzt an. Volle Pulle, ich zeige euch, wie das Ding funktioniert. Los geht's. Als ein verantwortungsvoller Clasher habe ich natürlich jetzt meine ganze Truppenleiste mit Elektrofeuermagiern vollgeklatscht. Genau so sieht es nämlich aus. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier mal die Meisterhütte 10 hingestellt und wir haben jetzt wirklich nur die Elektrofeuermagier mit dabei, plus die Kampfmaschine. Ich werde das jetzt euch mal zeigen. Erstmal der Feuermagier. Was passiert? Er greift an. So. Und der Schaden wird immer mehr und dann lädt es sich auf und dann macht er das kaputt. So, da sehen wir das. Da ist er halt relativ schnell. Ich habe die Armeelager extra noch daneben gepackt, weil die halt wenig Trefferpunkte haben. Das bietet sich dann halt gleich mehr an, wenn wir das sehen bei dem Elektro. Beim Feuer sieht man das jetzt nicht so gut. Wir können ja mal hier gucken. Hier ist noch eins mit etwas mehr Trefferpunkten. So, und ja. Da ist er. So, wir sind nochmal zurück und ich zeige euch das jetzt mal noch. Ich habe jetzt mal ein bisschen umgebaut. Wir werden jetzt nochmal einmal ganz schnell uns nochmal den Feuermagier angucken, dann nochmal den Elektromagier und dann greifen wir natürlich nochmal einmal richtig an, damit ich euch das nochmal alles in Action zeige. Aber ich muss wirklich sagen, das Update ist wirklich gut gelungen. Es kommt da noch ein Video, wo ich wirklich auf alles eingehe, was beim Update denn wirklich drankommt. Ja, das wird auf jeden Fall noch kommen, könnt ihr euch drauf freuen. Also, wir gucken jetzt mal drauf. Wir nehmen jetzt mal irgendwas mit ein bisschen mehr Trefferpunkten, ne? Da seht ihr das jetzt, dass halt dann der Schaden mehr wird und das vor allem, das sieht man natürlich auch an der Animation. Jetzt sind sie da beide dran und gehen drauf. Da sehen wir das jetzt. Dass der Strahl größer wird des Magiers, das ist seine Fähigkeit und dann macht er mehr Schaden. Damit der Feuermagier, und jetzt gucken wir noch drauf auf den Elektromagier. Oh, der ist auch richtig gut. Also der Elektromodus, der hat es auf jeden Fall auch in sich. Gucken wir jetzt drauf. Also ich nehme den jetzt hier und jetzt wechsle ich. Habt ihr gesehen? Jetzt lädt er sich auf und dann kommt der Kettenblitz. Jetzt lädt er sich wieder auf und da kommt der Kettenblitz. Ihr wisst, glaube ich, jetzt das Prinzip, ne? Also ihr müsst dann wechseln, wir setzen ihn da hin und dann können wir wechseln. Jetzt kann ich den natürlich wieder wechseln. Und kann ihn wieder wechseln. Das sind diese 1,5 Sekunden Abklingzeit. Was relativ cool ist, der ist stark. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Der Feuermodus hat natürlich nicht so die ganz große Durchschlagskraft. Wir können ja gleich nochmal eben ganz kurz auf den Schaden gucken. Der hat nicht so die ganz große Durchschlagskraft, der ist halt viel schneller. Guck mal, wie lange der jetzt braucht, um sich aufzuladen. Aber wenn er dann einmal schießt, dann geht's rund. Also jetzt gucken wir drauf. Da sehen wir auch den Schaden 252 bis 505, wenn er sich halt auflädt. Trefferpunkte 1210. Ich habe es gesagt, kann es natürlich noch ändern, aber ungefähr als Anhaltspunkt ist das schon mal ganz hilfreich auf jeden Fall. Und jetzt hier, der Elektromodus. Schaden pro Sekunde 234, aber 4 Ziele. Trefferpunkte bleiben gleich. Richtig geil. Und jetzt, Leute, wir wollen natürlich auch noch den X-Bogen sehen. In Action. Also lasst uns angreifen. Kurzer Cut. Und das ist noch ganz gut zu sehen. Einmal hier Armeelager füllen. Du hast quasi jetzt hier deine Truppen, die du auswählen kannst, wie wir das ja auch kennen. Du kannst sie natürlich vor dem Angriff auch nochmal wechseln. Logisch, aber die Verstärkungstruppen sind wichtig, die musst du auswählen. Die kannst du natürlich nach der ersten Phase auch noch wechseln, aber nur damit ihr es mal gesehen habt. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme auf jeden Fall einen Bomber mit. Nehme hiervon mal 2 Stück mit oder 3 und nehme noch 2 davon mit. Und als Verstärkungstruppen nehme ich mir noch eine Superpacker mit und vielleicht noch einen von den Magiern. So. Und könnte natürlich auch sagen, ich möchte nicht mit der Kampfmaschine beginnen, sondern ich möchte vielleicht mit dem Kampfschrauber beginnen. Aber ich habe es gesagt, du kannst das natürlich noch ändern. Gucken wir jetzt gleich drauf. Also, wir greifen an. Los geht's. Okay, wir sind soweit. Eine Sache, die ich euch gleich auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist der Dorfbearbeitungsmodus, weil das bestimmt auch für einige, im Endeffekt ist für alle interessant, damit ihr da mal seht, wie genau das funktioniert, weil du ja dann eigentlich hier da oben, da wo man es jetzt nicht mehr ganz sieht, noch die zweite Phase hast. Also dein Dorf ist ja ab Meisterhütte 6 zweigeteilt und deswegen musst du natürlich auch gucken, dass du beide Phasen gescheit aufbaust. Und ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal ruhig so, wie es ist. Also,
Jetzt muss ich nur mal eben überlegen, wie wir das machen. Von wo gehen wir denn mal rein? Ich glaube, wir gehen sogar tatsächlich von der Seite rein. Ich überlege noch. Ihr seht es, ich überlege noch. So, da drauf. Zack, zack, ich entscheide mich. Aber bei Nummer 6 entscheide ich mich auf jeden Fall dafür. Dafür, so. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Okay, die 3 will ich auf jeden Fall mal weghaben. Da müsst ihr mal gucken, dass ihr die Fähigkeiten auch gescheit zündet. Oh, die 4 ist relativ angeschlagen. Ja, ärgerlich, habe ich nicht mehr ganz geschafft. Habe ich nicht mehr ganz geschafft. Okay, der muss auf jeden Fall gezündet werden. Ah, der X-Bogen, da sehen wir ihn, ne? X-Bogen auf Boden. Ja, komm. Ja, Magier hat nochmal einmal drauf gedroschen. So, komm, 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 komm. Der Powerpacker auf jeden Fall auch gut dabei. Und jetzt. Zack. Ah, richtig gut. Richtig gut, Kampfmaschine. Wir werden es schaffen, glaube ich. Wir werden es, glaube ich, schaffen. Wir haben nur noch die Kanonen. Wir haben noch eine Minute. Und ach, ich habe jetzt aber mal spontan halt die Armee mir ausgesucht. Ich habe jetzt nicht großartig noch nachgedacht. Ich warte aber noch ab, glaube ich. Ja, er geht drüber. Die Kampfmaschine geht drüber. Kampfmaschine geht drüber. Jetzt lädt sich das gleich noch auf. Zeit, 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 Zeit. Ja, wir müssen jetzt gleich loslegen. Die Zeit wird knapp. Jetzt werde ich nämlich jetzt schon zünden. So, Hälfte der Trefferpunkte haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir warten. Hoffentlich können wir das noch hinkriegen, aber schaffen wir. Naja, das schaffen wir auf jeden Fall. Wird gleich sowieso gezündet, deswegen muss ich jetzt sofort zünden, wenn es ready ist. Jetzt nämlich. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Huhuhuhu. Ich glaube, ich werde die Kampfmaschine jetzt wechseln. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall zum Kampfschrauber. Ihr habt jetzt ja auch mal gesehen, den X-Bogen in Action. Ja, das habt ihr auch mal gesehen. Also, mal jetzt gucken. Der hat nur einmal die Kracher und einmal die Luftbomben. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Boah, ich habe aber echt kaum noch Truppen übrig. Ich habe wirklich kaum noch Truppen. Ich habe gar nichts mehr übrig. Oh, das schaffe ich gar nicht mehr. Okay, da muss ich jetzt wirklich überlegen, was ich mache. Wir nehmen es trotzdem mit. Also, ich probiere es trotzdem so. Von der Seite. Es ist bestimmt noch irgendwie ein Tesla oder sowas vor, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, auf jeden Fall. Ich entscheide mich wieder für den. Ah, ein bisschen langsam. Jetzt wechseln wir. Er braucht nur ein Ziel. Wir wollen nur die haben. Und jetzt wechseln wir rüber. Hol dir alle. Hol dir alle, 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 hol dir alle. Komm, 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 komm. Ah, schaffen wir nicht mehr ganz. Der ist jetzt gleich kaputt, der Elektromagier. Ah, ein bisschen hat er noch geholt. Ein bisschen hat er noch geholt. So, jetzt gehen wir da rüber. Ja, ist in Ordnung. Die Luftbomben sind natürlich jetzt super übel gegen meinen Kampfschrauber, das muss man auch sagen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ganz okay gelaufen. Na, kriegen wir die noch? Nee, kriegen wir nicht mehr. Oh, zünd doch nur ganz schnell. Einmal noch? Ah, nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. Ich würde sagen, einen machen wir ruhig noch. Einen Angriff. Aber wir gucken jetzt vorher mal ganz kurz noch auf den Dorfbearbeitungsmodus. So, ich gehe jetzt mal da rein. Ich habe jetzt 3 Base Layouts zur Verfügung. Und kann jetzt sagen, da sehen wir jetzt auch nur, dass es wechselt. Also, du siehst beide. Ich kopiere das jetzt einfach mal hier rein. Und jetzt bearbeiten wir das Ganze mal. Und jetzt entferne ich mal einfach mal so 1, 2, 3 Sachen hier jeweils raus. So. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall noch hier die Meisterhütte mit. Die entfernen wir jetzt auch noch auf jeden Fall. Und noch den X-Bogen. So, jetzt haben wir... Moment. Ottos Außenposten habe ich jetzt. Ich habe die Meisterhütte. Und das bedeutet, ich kann die Meisterhütte gar nicht hier reinziehen. Du siehst immer oben, Bauarbeiterbasis, Bearbeitungsmodus, Phase 2. 88 von 100 Mauern. Das haben ja auch einige schon gesehen, dass sich das jetzt hier geändert hat mit den Mauern, ne? Dass man die jetzt einzeln verschieben kann. Also das sieht dann so aus. Und ich kann das jetzt zum Beispiel da reinziehen. 12 von 14 Verteidigungen. Ich kann 14 Verteidigungen hier reinziehen. Bedeutet, ich kann jetzt den X-Bogen da reinmachen. Den mache ich jetzt auf Luft. Kann jetzt noch den Brutzler da reinmachen. Und das ist dann das Maximum. 14 Verteidigungen. Ich kann jetzt die Luftbomben gar nicht mehr hier reinziehen. Ich kann auch den Bogenschützenturm gar nicht mehr reinziehen. Ich kann natürlich Ottos Außenposten reinsetzen. Und hier unten seht ihr das, 11 von 14, zack, 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 kann ich dann machen. Was ist jetzt natürlich mit den anderen Sachen? Angenommen, wir nehmen ein Armeelager, 4 von 4, 3 von 4. Wir nehmen noch das Sternlabor. Manche Sachen kannst du halt in die eine oder in die andere Phase setzen, bei manchen geht's halt nicht. So, Goldlager, nehmen wir noch einen Elex-Sammler mit. Jetzt sehen wir das. Es ist alles voll. Ich kann aber zum Beispiel sagen...
Zwei Armeelager kann ich hier reinpacken. Ja, es ist halt alles voll, ne? Es ist halt alles voll, deswegen dann... Nehme ich jetzt einfach, wir nehmen ein paar Sachen raus. So. Der zählt aber als Verteidigung. Der Wachposten, der zählt natürlich als Verteidigung. Die Armeelager, ihr habt es ja gesehen, zwei Stück kann ich hier in diese Phase reinpacken. Den kann ich nicht da reinpacken. Den kann ich auch nicht da reinpacken. Sternlabor und auch der Uhrenturm müssen in Phase 1 platziert werden. Und das, finde ich, war einfach mal ganz interessant, das mal einmal zu sehen. Ich versuche auch, wenn das Update da ist, euch mal so ein paar Base-Layouts an die Hand zu geben für den Start, damit ihr da auch auf jeden Fall versorgt seid. Und jetzt, Leute, greife nochmal einmal an. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir sind soweit und ich habe mir jetzt mal was überlegt. Also, der Mega-Tesla und die Luftabwehr steht ein bisschen weit vorn. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür. Für zwei davon. Ich würde aber sagen, lass uns ruhig mal den noch mitnehmen. Den Elektromagier. Ja, komm. Es müsste soweit eigentlich funktionieren. Also, wir setzen jetzt erstmal den dahin auf die Ecke. So, eins, zwei. Zack, zack, zack. Du dahin. Ja, es ist ja Feuermagier oder Elektro. Eins von beiden. Aber der Mega-Tesla ist ja schon mal weg. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, wofür entscheide ich mich? Lass uns ruhig... Oh, den lassen wir erstmal ruhig. Lassen wir ruhig erstmal auf Feuer. Ah, wunderbar. Und jetzt wechseln wir ihn mal rüber. Ja, ist schon eine geile Truppe, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr. Vor allem, wir sind jetzt ja hier auch ein paar Gebäude ein bisschen dichter zusammen. Nein, ich habe die Fähigkeit... Oh, ich habe die Fähigkeit verbockt. Ich habe die Fähigkeit verbockt. Leider haben wir die Fähigkeit verbockt. So, Kampfmaschine. Ja, ich hätte mehr Truppen noch mitnehmen können. Hätte ich die Fähigkeit von der Powerpacker nicht verbockt. Habt ihr das gesehen? Habe ich aus Versehen zu früh gezündet und dann war sie im Endeffekt in einem luftleeren Raum. Und dann war da nichts in der Gegend. Aber es ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir haben noch ein paar Truppen mitgenommen. Wir haben noch den Bomber. Wir haben noch den Magier. Auch richtig geiles Bild unten, ne? Richtig geiles Truppen-Icon auf jeden Fall. So, jetzt haben wir nämlich noch ein paar Truppen übrig. Ich entscheide mich trotzdem wieder für die auf Luft. Für den Kampfschrauber. Weil ich die Hoffnung habe, dass wir die Luftbomben wegbekommen. Wir haben ja eben gesehen, da vorne ist ein Tesla. Und das kriegen wir, glaube ich, hin. So, jetzt müssen wir nur mal überlegen, wie wir das machen. Der muss relativ schnell weg. So, auf das. Auf das. So, Kampfschrauber auf jeden Fall schon mal auf die Seite. Und jetzt, bam, da haben wir schon mal... Oh, ja, 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 das läuft auf jeden Fall besser. Aber der muss auf jeden Fall auch auf komm, 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 mach den Blitz. Komm. Ja, das läuft doch schon mal besser. So, da noch drauf. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können. Ich finde den Bomber hier auch einfach, muss ich sagen, den finde ich richtig klasse. Jetzt habe ich die Kampfmaschine auf Luft, aka Kampfschrauber, habe ich jetzt nämlich so weit, dass wir sie jetzt nämlich benutzen können. So, zack, 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 zack. Die könnte jetzt gleich ein bisschen weiter nach links fliegen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Bei dem Magier, dass du dich da echt entscheiden musst. Benutzt du den dann halt jetzt im Feuermodus oder benutzt du den im Elektromodus? Das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Und wir sind am Ende von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal. Vergiss nicht, Creator Code MF einzugeben. Und es kommt auf jeden Fall noch ein Video, wo ich nochmal auf alles eingehe, was uns denn in diesem Update soweit erwartet. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.